I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you do? I waited so patiently, but you don't seem sorry. Hello, hello, ein neues Follow Me Around und gerade kam ein Paket von Leonardo, ein großes Paket. Ihr habt es entdeckt auf Snapchat und ihr habt gesagt, dass ihr sehen wollt, was darin enthalten ist. Und ich würde sagen, meine Schwester und ich, wir packen das jetzt mal aus. Ich glaube, ich weiß schon, was drin ist, nämlich meine Osterdeko. Yay, und da hinten schwirrt meine Schwester rum. Da ist sie. Genau, und wir machen jetzt das Paket auf, ne Steffi? Ja. Yay. So, da ist das Paket. Steffi hilft mir jetzt, das aufzumachen. Vai, Stefa, dai tutto. Tutta la tua forza. Und Steffi, was ist drin? Oh, voll schön. Pfingstrose. Schön. Dann haben wir hier noch was. Was ist meglio che prendi le forbici? Non lo so. No, vedi, da qua. Okay, vai. Vediamo. Ah, das ist sehr, sehr schön geschützt, damit nichts kaputt geht. Was ist das? Oh. Cos'è per mamma. Oh, das ist für meine Mama. Schaut mal, wie wunderschön. Bellissima. Ti piace? Bellissima. Bellissimo. Mhm. Oh, das sieht so wunderschön aus. Ja. Davon hatte ich euch auch erzählt, als ich euch das da hinten gezeigt habe. Da, schaut, da hängt auch so eine Kugel. Seht ihr das? Nein, jetzt seht ihr nur meine Finger. So, wartet, jetzt. Da, diese Kugeln, ne? Da steht doch Primavera. Schaut, hier. Die hier. Da steht Primavera. Wunderschön. Und jetzt haben wir das für Ostern. So, jetzt geht's weiter. Steffi, gib alles. Schokolade. Schokolade. Wie süß. Und hier, Steffi? Was ist das? Das ist ein Osterei, Steffi. È un uovo di Pasqua. Così grande. Sì, sì. Bellissimo. Guarda che bello. Bellissimo. Bellissimo. Ti piace? Sì. Bellissimo. Tantissimo. Quello poi lo mettiamo là. Das stellen wir dann dorthin und dann dekorieren wir dort. Sì. Für Ostern. Poi mi aiuti? Certo. Steffi hilft mir dann. Okay. Okay. Und hier, Steffi? Ich glaube, ich weiß, was drin ist, Steffi. Was? Per Pasqua. Für Ostern. Oh, oh, guck mal, wie süß. Bellissimo. Oh, bellissimo. Questo è Gianluca. Oh. Weil ich habe so Hasen bestellt, wisst ihr. Und den hier, den habe ich mir ausgesucht, weil das der Gianluca ist. Die anderen sind nämlich weiß. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Steffi drapiert schon hin. Süß. Oh, ich bin gespannt, wie die anderen sind. Ich bin ganz aufgeregt. Aber die Steffi soll es auspacken. Questo è fratello. Ja, das ist der Bruder. Ich übersetze immer. Schaut mal, wie süß die sind. Oh mein Gott, die sind troppo so goldig. Questo è il bello. Ti piace? Ti piace? Ja. Andiamo questo, forse lei è la... Quella sono io. Das bin ich jetzt. Das ist eine Mama. Più grande. Ja, das ist größer. Oh. Ti piace? Bellissimo. Süß. Das bin ich. Ja. Das ist die Mama. Forse c'è anche un papà, non lo so. Mettiamo qua? Sì. No, però la devi mettere così. Wir müssen ja die Kinder angucken. No, perché... Cioè, ah, fai la... Avanti, ach so, ja, aber das sind ja die Enten. Ah, okay. Das sind ja keine Enten. Die Steffi meint, die müssten so alle hintereinander laufen, aber das sind ja keine Enten. Ah, quattro sono. Eh sì, quattro bambini. Oh. Steffi hat gerade gefragt, sind es vier? Ich habe ja auch vier Kinder. Das sind so süß, echt. Bellissimi. Wir dekorieren das dann schön. Qua? Oh, ancora più piccoli. Oh, ach, da fehlt einer. Ein Kind fehlt mir. Bello. Questo è sale e pepe. Das ist Salz und Pfeffer. Oh, ein Kind fehlt mir. Ah, nee, da ist er. Eccolo. Eccolo. È sparito. Questi sono i figli più piccoli. Ja. No, quello è sale e pepe. Io figli non ne ho più. Non hai figli sale e pepe? No. Oh, ey, das sieht so süß aus, ne? Ohne Scheiß. Schaut euch diese Hasen an. Oh Mann, das gefällt mir voll gut. Aber wir bräuchten eigentlich noch einen Papa, Steffi. Ja. Er fehlt. Papa ist Louis. Das ist der Papa. Nee, der Papa muss arbeiten.
Okay, wir dekorieren das jetzt mal. Okay, Steffi? Ja. Limetiamulla? Okay. So, wir haben jetzt hier alles hingelegt und die Pfingstrose, ihr wisst ja, ich liebe Pfingstrosen, ne? Das ist meine liebste Blume, habe ich euch letztes Jahr auch schon erzählt zu meinem Geburtstag, weil die dann immer blühen bei uns im Garten. Habe ich jetzt hier mal dieses Osterei dran gemacht. Hoppala, die Steffi muss das jetzt noch abschneiden und hier. Und wir haben jetzt gerade überlegt, ob wir die hier noch dazu machen, aber die Steffi meinte jetzt auch, dass wir es lieber so lassen. Oder Steffi, was meinst du? Ja, wir lassen es lieber so. Ja, ist richtig schön, oder? Schaut euch dieses Ei an, wie edel das aussieht. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Steffi, was meinst du? Machen wir die weg, oder? Ja. Nee. Ja, machen wir weg und tun wir lieber die rein. Oder wollen wir die auf den Tisch stellen? Ja. Was meinst du? Sind die nicht süß? Die Steffi gerade, oh, das ist der Gianluca. Süß, oder? Die streiten sich immer. Ta, ta, ta. Okay, ich mache nur Spaß. Okay, Steffi, was meinst du? Questo lo mettiamo là? Ja. Quell'uovo? Sì. Ok, va bene. Allora. I coniglietti là. Ja? Ja. Coniglietti qua. Ok, wir probieren das jetzt mal. Wir schauen, wie es aussieht. Und dann holen wir euch nochmal dazu. Okay, Steffi? Steffi hat jetzt gemeint, das ist nichts mit dem Moos. Das sieht natürlich nicht schön aus. Das machen wir jetzt mal sauber. Und schaut mal, ich habe jetzt mal in den Schrank geschaut und habe das hier gefunden. Das hatten wir zur Kommunion vom Lissandro auf dem Tisch im Restaurant. Und ich denke, das passt natürlich viel besser zu Ostern, oder? Was meint ihr? Obwohl, wenn ich das dann so mache, sieht es nicht so schön aus. Naja, wir probieren das jetzt mal. Ich muss das erstmal sauber machen. Oh, mein Lassie kommt gerade. Lassie, schau mal. Schau mal, wie süß. Guck mal. Schau mal, wie süß. Ja. Gefällt es dir? Ja. Das seid ihr. Guck mal. Stimmt. Guck mal. Eins. Guck mal, das ist der Lucky. Mit dem Ohr. Und das ist die Mama. Und das? Und das haben wir noch. Cool. Das ist der Max. Das ist der Moritz, oder? Oder andersrum? Naja, wir müssen noch entscheiden, wer hier wer ist. Ja. Steffi holt gerade einen Staubsauger, dass wir das da hinten sauber machen können. Wir wollen nämlich jetzt dekorieren. Ne, Bella? Hilfst du uns beim Dekorieren? Warte mal, da können wir das... Hoppala. So, warte mal, da können wir das direkt hier abschneiden. Oh, mit... Nee, mit links kann ich das nicht. So, da kommt die Steffi im Staubsauger. Also, da ist der Staubsauger... Wir können uns einfach nicht entscheiden, die Steffi und ich, ob wir sie hier jetzt auf den Tisch hinstellen oder da unten. Und das ist der Gianluca. Der hört nicht auf die Mama. Der läuft immer schon weiter. Wir lachen uns hier gerade echt total kaputt, meine Schwester und ich. Hm, mal gucken, wie wir es jetzt gleich machen. Gianluca hört jetzt auf die Mama. Oh Mann, die sind so süß. Wir sind jetzt fertig mit Dekorieren und oh mein Gott, ich glaube, ich hatte noch nie so eine schöne Osterdeko. Am besten gefällt mir natürlich das Osterei, aber die Hasen gefallen mir auch wahnsinnig gut. Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden, was mir am besten gefällt. Wir gehen jetzt runter in Max sein Zimmer. Wir helfen ihm nämlich beim Frühjahrsputz. Da hinten ist schon mein Staubsauger bereit. Hier bin ich und ich muss jetzt hier aber erstmal die Jalousien runter machen, damit mein Tisch nicht kaputt geht. Ich habe da nämlich immer voll Angst wegen der Sonne. Also, auf geht's. Machen wir aber erstmal die Jalousien runter. Damit meinem Tisch nichts passiert. Das ist echt heftig mit der Sonne, ne? So, schaut, jetzt fahren sie runter, die Jalousien. Ja, da kommen sie runter. Okay, und dann gehe ich runter in Max sein Zimmer. Das muss ich dann auch noch ordentlich wegräumen. Ich packe übrigens meiner Mama jetzt zwei von diesen wunderschönen, ja, Deko-Kugeln hier ein. Die Steffi soll die dann mit nach Italien nehmen. Ich muss nur gucken, dass ich es gut verpacke, dass denen dann nichts passiert. Wir haben jetzt fertig aufgeräumt und ich habe eine Kleinigkeit zu essen gezaubert. Und zwar habe ich einen Schafskäse gebacken. Also ich habe den selbst paniert und in der Pfanne dann gebacken. Ich habe Champignons angebraten mit Zwiebeln und dann habe ich hier noch einen Salat. Und zwar mit Rucola, Baby-Bio-Blattspinat, Gurken, Paprika, Radieschen und noch so ein bisschen Schafskäse. Und das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Guten Morgen, da bin ich. Schaut mal, wie schön meine Blumen aussehen. Wow, mega, oder? Die sind voll aufgegangen. Also, wir gehen jetzt los. Und zwar hat sich der Lissandro gewünscht, dass wir heute ins Kino gehen. Und ich war auch schon super fleißig, habe schon aufgeräumt, gewischt und geputzt und überhaupt, ne, wie es halt immer so ist hier in diesem Haus. Und habe auch schon gekocht. Da kommt gerade mein Lassie. Ja. Freust du dich aufs Kino, Schatz? Ja, sehr. Was schauen wir? Baby Boss. Baby Boss, okay. Wie heißt es anders drin? Ich weiß nicht. Boss Baby? Nee, heißt ich falsch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Okay, ich muss noch Schuhe anziehen.
Das ist nämlich die Wahrheit. Und ja, dann müssen wir uns jetzt wirklich beeilen, damit wir rechtzeitig wieder da sind, weil die Mama muss ja dann wieder arbeiten, ne? Ja. Und ihr habt Ferien, ja. So ist es. Also, wir melden uns aus dem Auto nochmal bei euch. Und wir sind sowas von zu spät. Yay, jetzt ist genau 13.30 Uhr und der Film fängt genau jetzt an. Aber es kommt noch Werbung. Ja, eben. Es kommt noch Werbung und da haben wir hoffentlich jetzt noch ein bisschen Luft. Aber der LKW ist schuld. Ja, der ist so langsam gefahren. Ja. Den kann man nicht überholen. Ja. Wir sind aber rechtzeitig los. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und die Sonne scheint. Yay! Die Sonne scheint, die Sonne scheint. Könnte ich eigentlich direkt mal. Ich sehe gerade rot. Meine Sonnenbrille aufsetzen. Da haben so viele danach gefragt nach dieser Sonnenbrille. Das ist unglaublich. Ich habe euch die beim Amazon-Haul gezeigt. Und die ist sogar im Angebot bei Amazon. Ich kann euch die gerne mal unten... Und zack, da war der Akku leer vor der Kamera. Ja. So, wir fahren jetzt hoch, müssen uns total beeilen und noch schnell Karten kaufen. Habt ihr gedrückt? Ja. Okay, ich war stehen geblieben bei meiner Sonnenbrille. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Wie gesagt, die ist gerade im Angebot und ich liebe sie. Und jetzt müssen wir uns echt beeilen. Ja. So, fährt der Aufzug jetzt mal hoch? Ja. Okay. Ich hasse es, Aufzug zu fahren. Oh, der fährt voll langsam. Guck mal. Ja. Der fährt voll langsam. So, seid ihr gespannt auf den Film? Ja. Okay, also dann müssen wir uns jetzt echt beeilen. Ding, 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 ding. Schneller. So, los geht's, Kinder. So, Popcorn ist gekauft. Ja. Da ist mein Luki. Karten, Brillen, 3D. Keine Ahnung, ob mir das gefällt. Aber jetzt müssen wir wirklich rein. Ich glaube, der hat schon angefangen. Ja, hoffen wir nicht. Der Moritz hat gerade gesagt, schnell vorbeilaufen. Weil da war ein Flugblatt. Mist. Und wie fandest du den Film, Schatz? Sehr gut. Sehr cool. Auch witzig. Ja, der war echt witzig. Okay, wir müssen jetzt schnell zum Auto, weil ich muss jetzt auf die Arbeit. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt gerade vom Büro gekommen und Alessandro möchte gern einen Kuchen backen. Ja, was gibt's für einen? Ein Oreo-Kuchen, den man nicht backen muss. Genau, einen Kuchen, den man nicht backen muss. Gleich versteht ihr mehr. Und ja, ich wollte euch noch ganz kurz sagen, dass ich hier dieses Teil hier weggemacht habe, weil die Bella zweimal dran hängen geblieben ist, als sie hier entlang gelaufen ist. Und dann sind mir die Häschen umgefallen und ich habe zu große Angst, dass die Ohren kaputt gehen. Und deshalb habe ich es so gemacht. Hier habe ich euch vorhin ja schon gezeigt, meine wunderschönen Blumen. Und der Lessie, der hat seine Luftpumpe mit hochgebracht, weil er seinen Ball aufpumpen wollte. Ist der neu, der Ball? Nee, den haben wir aus Italien. Ach so, ja, ich habe den, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen. Naja, okay, also, ich ziehe mir jetzt die Jacke aus. Wasch mir die Hände und dann backen wir. Ja. Na? Und Wäsche muss ich auch noch aufhängen. Naja, nicht richtig backen. Ist nicht richtig backen. Naja, okay. Also ihr werdet es jetzt gleich im Anschluss sehen. Also los geht's. Da ist er, unser Kuchen. Der wird jetzt dekoriert. Lecker. Oreo-Kuchen. Ohne zu backen. Okay, machst du noch ein paar drauf, Lassie, oder war's das? Ja, keine Ahnung, wo noch welche hin sollen. Wo du willst. Gut. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Wir haben jetzt lecker Kuchen gegessen und Alessandro wollte euch zeigen, was er Schönes bekommen hat. Und zwar habe ich bei 1000 Kind bestellt für Ostern, damit Alessandro schick ist. Ne, Lassie? Ja. Für die Feiertage kannst du gerne mal hochheben. Und zwar hat er dieses T-Shirt hier bekommen von Pepe Jeans, das typische Zeichen, richtig schön. Hat die Mama auch so ein schönes T-Shirt. Und dann das hier noch. Magst du das auch mal hochhalten? Skater drauf ist. Genau. Fand ich richtig schön. Ja, das ist auch so. Richtig schön, ne? Da ist so ein Skater drauf. Das ist, glaube ich, von Tom Taylor. Was hast du noch bekommen, mein Schatz? So eine kurze Hose. Genau. Welche Marke war das? Das ist Name It. Da hast du auch einiges bekommen, als du klein warst. Da hat die Mama immer Name It gekauft, weil das so eine tolle Marke ist. Mhm. Ja, schau mal. Und das so in Kombi, die zwei Sachen zusammen. Sieht doch toll aus, oder? Ja. Und dann hast du noch die kurze Hose hier von der Mama bekommen, die Mama dir noch gekauft. Die ist auch sehr schön. Die ist auch schön. Oder ist das? Die ist auch Name It. Ja. Ja.
Und schau mal, wenn du das so in Kombi anziehst, die kurze Hose mit dem T-Shirt von Pepe Jeans. Ja, passt auch. Sieht auch gut aus, ne? Schau mal, die zwei Sachen zusammen und die zwei Sachen so zusammen. Ja, genau, mach's mal schön. Passt gut, oder? Und ja. Die neuen Schuhe. Mhm. Die hat Alessandro sich gewünscht. Da konnte er sich kaum entscheiden, ne? Ja. Da gab es echt viele. Und dann hat die Mama dir noch was bestellt. Das hat dir besonders gut gefallen. Ja. Weil es eher schlicht ist, ne? Ja. Sowas magst du. Der ist auch sehr schlicht. Und da unten hast du hier noch... So mit Blau gemischt. Das ist ja. Und das passt nämlich dann gut zu den Schuhen. Mhm. Schau mal, leg's mal hier drauf. Genau, so in Kombi. Passt doch super. Mhm. Das so mit den kurzen Hosen und den Schuhen. Gefällt's ja. dir? Ja. Für Ostern richtig schön, ne? Ja. Ui, und jetzt klingelt's an der Tür. Das passt ganz gut. Ich verlinke euch alle Produkte mal unten in der Infobox, damit ihr die schneller findet. Keine Sorge, ich bekomme dafür kein Geld. Ne, Bella? Und jetzt sagen wir noch Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.